Und das haben wir im Teil 14 gemacht. Herzlich willkommen zu Teil 15 Lumivaporfolium Kanone. Der Joe hat beschlossen, wir machen heute die Maschine komplett fertig. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Viel Spaß beim Zuschauen. Heute die Platine, die kriegt da noch ein paar Relais aufgelötet. Dann werden wir die da irgendwie in das Gehäuse reinbasteln. Da hat es praktischerweise ja schon so eingearbeitete Gewinde, die werden wir uns zunutze machen. Übrigens oben, dass der Raffi das nicht so macht, sondern so. Dann haben wir hier noch die Lämpchen, die müssen da noch irgendwie drauf. Der Fluxkompensator braucht ja auch seine charakteristische Beleuchtung. Die Beleuchtung. Das wird sich der Raffaelius heute kümmern. Ja, schön. Werde ich schön Acht geben, dass das alles gut kommt. Ja, hier, Projektleiter hier, ne? Inoffiziell. Dann haben wir noch vor, unsere schönen Anschlussgehäuse, die Steckergehäuse da drauf zu machen. Und ich darf selber bohren. Der Raffaelius hat gesagt, ich darf das selber bohren. Ist das nicht super? Da freue ich mich schon drauf. Einmal in der Woche darf er mal was selber machen. Ja, sehr schön. Du guck mal, da hat es ja sogar noch Löcher drin, noch mehr Löcher. Also 1, 2, 3, 8 Löcher für was? Für die Montage. Ah, okay. Wow, so viele Löcher. Jo. Das Ding ist ja ein Schweizer Käse. Ich dachte, das sei ein Schweizer Sackmesser, weil es so praktisch ist. Ah. Unter erschwerten Bedingungen muss der Joe hier löten, malen. Ist das gut so? Okay. Da-da-da-da! Hey! Hübsch! Cool, sieht das schön aus mit denen. Ab in die Lackiererei. Die letzte Lötstelle. Und, zeige mal. So sieht das jetzt aus. Wow! Und das wiegt jetzt 8 Kilo? 7,5. Nee, keine Ahnung. Hübsch. Schön, wirklich schön. Unsere Relaisstation. Und die kommt in den Fluxkompensator. Und der Fluxkompensator ist jetzt schon beleuchtet und kommt gleich in die Lackierwerkstatt. So findet eins zum anderen. So, da geht was. Da geht was. So, der Meisterkoch macht jetzt erstmal Steammansche Knödelsuppe. Hier, ganz romantisch in der Werkstatt mit dem Campingkocher. Ich hab da mal was vorbereitet, wäre jetzt dein Spruch gewesen. Genau. Und nein, wir nehmen nicht den Schraubenzieher zum Umrühren oder den Akkuschrauber, in den der Löffel eingespannt ist. Gute. Und so sieht das Ganze jetzt mit dem braunen Lack aus. Meine nächste Aufgabe wird sein, das Runde in das Eckige reinfädeln. Das Kabel von unserem Sensor.
Sensor Array ist jetzt, haben wir es mal durch den Stecker durchgezogen. Und der Joe ist jetzt dabei, die ganzen vielen 19 Käbelchen hier an die entsprechenden Pins dran zu löten. Mit meiner halb kaputten Lötspitze. Und ich mache jetzt hier für diese schöne Platine noch sowas hier. 8-mal diese kleinen Brücken. Eigentlich müssen nur ein Stück Draht sein, aber wir machen es ja schön. Also. Ja, der liebe Joe Steeman, er kann was, das ich nicht kann, und das ist mit Zahlen umgehen. Genauer gesagt mit Nullen und Einsen. Na, digital, an oder aus. An oder aus brauchen wir auch beim Lochband. Entweder ist nämlich an einer gewissen Stelle im Lochband ein Loch drin, dann guckt die Sonne durch, oder die Lampe besser gesagt, und dann misst der Sensor, aha, 1 ein, oder ist es kein Loch im Lochband drin, dann ist es eine Null, dann kommt keine Sonne rein. Aus. So, das mal zur Grundlage. Jetzt haben wir ja unser Lochband, das hat momentan noch keine Löcher. Die Melodie steht aber schon fest, die habe ich damals umarrangiert, habe die als MIDI-File umgewandelt und so weiter. Aber bevor wir die ganzen vielen Löcher in das Lochband reinstanzen, wäre es natürlich super, wenn man eine Art Simulation hat, also quasi ein laufendes Lochband simuliert, das schon Löcher hat. Und um dann zu gucken, wie ist das mit den einzelnen Abständen zwischen den kurzen Noten, wie hell muss das Ganze sein, wie müssen wir die Schaltung einstellen und so weiter. Also es wäre toll, wenn man das simulieren könnte. Das dachte sich unser lieber Joe Steeman, und er kann mit Nullen und Einsen umgehen, er kann nämlich programmieren. Und er hat ein Programm geschrieben, mit dem wir unser schwarzes Lochband simulieren können. Und das zeige ich euch jetzt, das ist sehr cool. Das hier ist unser schwarzes Lochband. Hier beschriftet und auch, wie man sieht, wenn ich hier auf die Tasten drücke, kann ich unsere verschiedenen Kanäle quasi auch manuell ansteuern. Dann leuchtet da ein Punkt. Das ist dann ungefähr, wie wenn eben das Lochband an der Stelle ein Loch hätte. Und jetzt haben wir das so skaliert, dass mein Sensor Array hier direkt drüber passt. Wenn ich jetzt die Taste drücke, seht ihr hier den kleinen Lichtpunkt. Und wenn ich jetzt hier auf dem Laptop die Taste drücke, die entsprechende, dann seht ihr schon, hier geht der Zeiger hoch. Und das liegt nur daran, weil dieser kleine Leuchtpunkt hier angeht und der Sensor letzten Endes diese Lichtstärkeänderung wahrnimmt und an das Messgerät weitergibt. So, jetzt kommt aber das eigentlich Coole. Jetzt haben wir natürlich unser ganzes Lied da drauf und das sieht dann folgendermaßen aus. Wusch. Da haben wir unser Lochmuster. Es läuft jetzt gerade durch. Gemessen habe ich jetzt hier den Kanal hier unten. Der wäre für die Beleuchtung zuständig. Und ja, hier sieht man, wie fröhlich sich unser Zeiger bewegt. Ja, der ist natürlich ein bisschen langsamer als nachher unser schaltendes Relais. Ja, also das war jetzt mal nur ein Kanal im Test. Mit den anderen wird das auch funktionieren. Das werde ich jetzt gleich nochmal alles durchtesten. Das ist schon mal gut. Wir können so schon mal eine Art Simulation machen. Wir müssen nachher gucken, ob einfach diese Leuchtkraft dazu reicht, bei der richtigen Elektronik dann wirklich das auszulösen. Das ist wiederum ein bisschen so ein Unterschied dann zur endgültigen Variante. Aber wenn wir das hinkriegen, dann können wir so eigentlich die Lochbandgeschwindigkeit vor allem simulieren und auch wie dick wir diese einzelnen Löcher oder wie groß wir diese einzelnen Löcher dann nachher machen müssen. Weil wenn ich die Löcher zu groß mache, dann schneide ich irgendwann das halbe Lochband raus. Ja, gerade bei solchen Stellen hier. Da dürfen die Löcher natürlich nicht zu groß sein, aber müssen groß genug sein, um die Schaltung nachher auszulösen. Ja, solche Sachen. Ja, das wird jetzt noch spannend. Aber der erste Test funktioniert schon mal. Ja, und sobald der liebe Joe Steeman wieder mal hier ist, werde ich dann mit ihm zusammen mal das ganze Sensor Array hier mit der Elektronik verbinden. Und dann werden wir mal wirklich gucken, ob die Lichtimpulse, dann auch die Relais und letzten Endes unsere mechanischen Greiffinger und unsere Dampfkanonen auslösen können.
und damit Mr. Steemans Steuereinheit, aka der Fluxkompensator, auch hier irgendwie auf der Platte festhält, brauchst du natürlich einen Standfuß, einen Sockel, und den werde ich mir jetzt mal aus ein paar Stahlprofilen zusammenflexen und schweißen. Und so muss ich hier die Elektrode über einen kleinen Umweg anschließen an diesem fragilen Konstrukt, um es einmal punktschweißen zu können, damit dieses Kreuz mal so zusammenhält. Und dann können wir ihn ja richtig machen, Jan, ja? Kann man das Gebastel hier wieder auflösen und richtig schweißen. Boah, dafür, dass ich so lange nicht mehr geschweißt habe, ist das echt hübsch geworden. Und zack, wurden aus den schönen Schweißnähten eine gerade Fläche. Das hier ist auf jeden Fall stabil genug. Schauen wir mal, wie das Ganze dann da drüben aussieht auf der Lumi-Vapofonium-Kanone. Wow. Also wenn das mal nicht ein prominenter Stellplatz ist hier. Schön in Szene gesetzt. Ich hoffe, Mr. Steemann freut sich. Und wieder mal geht's an eine andere Baustelle. Ich habe ja damals diese Rostoptik hier an den Seitenhalter und auch an... wie heißt das denn? Die Halterung der Lochbandwalzen. Habe ich diese Rostoptik damals gemacht mit Essigessenz, einfach rosten lassen. Finde ich ganz cool, aber ich habe mittlerweile noch was Besseres. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen in einem anderen Video. Das nennt sich Schnellbrünierung. Ein sehr tolles Zeug. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal in einem anderen Video gesehen. Damit wird die Oberfläche so... ja, Anthrazit, schwarz, so ein bisschen glänzend, ein bisschen ungleichmäßig auch. Es hat einen sehr, sehr schönen Effekt und ich finde den noch toller als diesen Rosteffekt. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich das Ding hier erst wieder entrosten muss oder ob es reicht, wenn ich da einfach drüber pinsel über den schon vorhandenen Rost. Mal gucken, wie das aussieht. Das machen wir natürlich hier schön unten an einer später nicht sichtbaren Stelle. Und dann gucken wir mal, wie das dann rauskommt. Ja, das ist gar nicht schlecht. Wir haben jetzt noch so ein bisschen diese Rostoptik, diese Rostpickel, die gucken noch durch. Aber so dieser dunkle Glanz, dieser dunkle matte Glanz, wie man auch immer das nennen will, der kommt so langsam durch. Und das wird dann auch so bleiben, weil das ist dann quasi auch korrosionsgeschützt. Ich glaube, das wende ich jetzt auf das gesamte Teil hier an. Wow, chemische Reaktion. Ich liebe dieses Zeug. Und auf dem Rost sieht das auch noch cool aus, muss ich sagen. Und so sieht das jetzt aus nach dem Brünieren. Jetzt bin ich aber noch auf einen weiteren Trick gekommen. Ich nehme nämlich ein bisschen ganz einfaches Feinmechaniköl und streiche das damit ein. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann hat es nämlich noch so einen matten Glanz. Oder auch die Stange hier oben. Wow, also das finde ich richtig, richtig edel. Hier sieht man so einen Unterschied. Ohne Öl, mit Öl. Und weil es gerade so Spaß gemacht hat, haben jetzt noch die ein oder anderen Stahlteile, die hier vorher leicht angerostet waren, auch diese schöne Brünierungsoptik bekommen. Soweit zu Teil 15 war es, glaube ich, der Lumi-Vapofonium-Kanone. Im nächsten Video kümmern wir uns dann vermutlich unter anderem
um diese Steuerelektronik, na, den Fluxkompensator, den hier der Joe Steeman für uns zusammengelötet hat. Und dann schauen wir mal, ob das Ding so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und mal schauen, was dann noch so passiert. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Es gibt viele kleine Baustellen, wie ihr ja wisst. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis vielleicht schon nächste Woche.